Ich weiß nicht, wie viele von euch im Homeoffice sind, mal die Flosse hoch, wer im Homeoffice ist. Oh, okay, das sind einige, sehr gut. Von daher, also ich habe es auf jeden Fall irgendwann, hier tut's weh, hier tut's weh, der Nacken ist verspannt. Das heißt, wir starten erstmal so ein bisschen mit Mobilisation, kommen danach ins Warm-up, haben danach so eine kleine Einheit Fitnessboxen und haben dann wieder unser Intervall. Das ist dieses Heat-Intervall, hochintensives Intervalltraining, drei Übungen, drei Runden. Und danach ist die versprochene Runde für den Rücken, für den oberen und für den unteren Rücken. Und dann kommen wir auf die Matte. Das so zu heute. Gut, dann starten wir erstmal. Stellt euch ein bisschen mehr als hüftbreit auf. Wenn ihr euch Musik anmachen wollt, könnt ihr das gerne jetzt machen. Die kann erstmal etwas entspannter sein, dadurch, dass wir erstmal rein Mobilisation haben. Wir drehen uns einmal aus. Das heißt, ihr rotiert über die Seite. Die Arme sind leicht angewinkelt. Und ganz wichtig, ihr löst die Ferse, wenn ihr euch dreht. Hier sieht man bei mir, die Ferse löst sich vom Boden und ihr rotiert und nimmt den Blick mit nach hinten. Wenn ihr die Ferse löst und den Blick mit nach hinten nehmt, könnt ihr umso weiter rotieren. Und darum geht es. Wir wollen die Wirbelsäule mobilisieren. Dann macht einmal die Arme lang und lasst die Arme so ein bisschen mitschlackern nach hinten. Hallo Roland. Jetzt sind wir vollständig schön. Schlackern aus, genau. Ein letztes Mal. Dann treffen wir uns in der Mitte und ziehen uns über die Seite. Dynamisch von der einen zur anderen Seite. Wichtig ist mir nicht nur der obere Arm, sondern hier auch der untere Arm. Der zieht vor dem Körper schräg zur Seite. Wenn das so ein bisschen knatscht, ist das gar nicht so schlimm. Dann heißt das nur, dass wir das tatsächlich nötig haben, uns mal ein bisschen mehr zu stretchen. Achso, was ich zu Beginn noch nicht gesagt habe, ich werde aufgezeichnet, also ihr werdet nicht aufgenommen. Das dient nur, damit ihr später vielleicht auch mal on demand die Kurse abrufen könnt. Und deswegen nur als kleiner Hinweis, falls ihr das Training nachher nochmal machen wollt. Und dann bleiben wir in der Mitte, Arme bleiben oben. Und wir schaukeln einmal über die Seite nach vorne, über die andere Seite nach hinten. Und wieder gleiche Richtung nach vorne, weit über die Seite und nach hinten. Es geht mir nicht ums Tempo, sondern eher um den Bewegungsradius. Also zieht euch weit über die Seite, weit nach hinten, weit zur anderen Seite und nach unten. Ihr kreist sozusagen mit dem Oberkörper um die Hüfte herum und dann wechseln wir einmal die Richtung. Wechselt dann die Richtung. Gleiches Prinzip, versucht wirklich schön weit in die Streckung zu kommen. Und nach der letzten Runde bleiben wir unten, bleibt unten in der Mitte. Einfach nur hängen lassen und lasst mal die Schultern im Wechsel nach vorne kreisen. Versucht den Nacken entspannen zu lassen, den Kopf also nicht mehr anzuspannen, sondern wirklich den Nacken entspannt hängen zu lassen. Schultern kreisen und dann zieht die Hände nach unten und kommt mit dem Oberkörper so leicht ins Federn, dass ihr immer wieder hier kleine Pulse nach unten habt. Kleine Pulse, vor allem diesmal für den unteren Rücken. Noch vier. 3, 2, wir bleiben unten, beugen die Knie, setzen die Hände oberhalb der Knie auf und kommen leicht nach oben. Von hier sind die Daumen jetzt zuerst nach innen, alle Daumen sind nach innen gedreht, der Rücken ist gerade. Wir drehen einmal die Handinnenfläche um und runden den Rücken. Ziehen den Daumen wieder nach innen, die Finger nach außen und strecken den Rücken. Und Hände wieder umdrehen und Rücken runden. Finger nach außen, Rücken strecken, Finger nach innen, Rücken runden. Immer wieder im Wechsel in die Streckung und runden. Ein letztes Mal strecken und runden. Und dann bleiben wir in der Streckung, halten hier und kommen langsam nach oben. Okay, verschränkt einmal die Hände vorne, das heißt, ich komme ein bisschen näher, ich habe die hier über Kreuz. Überkreuz die Hände und jetzt mache ich einmal einen ganz runden Rücken. Das heißt, die Hüfte klappe ich nach vorne, mein Kinn geht auf die Brust und ich ziehe die Hände mal richtig weit nach vorne und versuche dadurch die Schulterblätter auseinanderzuziehen. Genau, sieht gut aus. Weit auseinanderziehen, Hüfte richtig nach vorne und Arme einmal lösen. Arme locker am Körper hängen lassen, die Hände sind eng in den Beinen.
Und jetzt rollen wir Wirbel für Wirbel ab nach unten. Aber nicht so schnell, wie das sonst mal beim Cooldown passiert, sondern wirklich Kinn auf die Brust. Wir starten und wirklich langsam Wirbel für Wirbel. Hände bleiben eng am Körper. Rollt ihr langsam runter, einer nach dem anderen. Jetzt bin ich mit den Händen ungefähr auf Höhe der Knie. Versucht also nicht schneller zu werden. Wirbel für Wirbel runter und nach unten, bis ihr ganz unten seid. Da bleibt ihr noch einmal hängen. Und dann das gleiche Prinzip. Arme eng an den Füßen vorbei, eng an den Beinen vorbei. Langsam hoch, Wirbel für Wirbel, eng an den Knien vorbei. Kinn ist immer noch auf der Brust. Und als letztes einmal den Kopf wieder aufrichten. Gut, noch einmal für den Nacken. Wir beugen den Kopf immer wieder von links nach rechts. Von links nach rechts. Und drücken die Hände einmal zum Boden. Dadurch versucht ihr die Schulterblätter nochmal weiter wegzuziehen von den Ohren. Also schön die Hände Richtung unten drücken. Und den Kopf von der einen zur anderen Seite zu neigen. Guckt, dass ihr das wirklich auch als Dehnung habt, dass es jetzt nicht nur so ein bloßes Schütteln ist, sondern hier wirklich einmal an die Dehngrenze kommen und dann wieder die Seite wechseln. Okay, wir ändern die Bewegung, machen daraus eine Ja-Nein-Bewegung. Also ziehen das Kinn auf die Brust, ziehen zur Decke, auf die Brust, zur Decke und zur Brust. Auch wieder schön weit zur Brust eindrehen. Gerade so diese letzten Zentimeter sind die, die man hinten spürt. Ein letztes Mal. Wir treffen uns in der Mitte und wir schauen nach links und rechts. Links und rechts. Guckt, dass ihr die Hände weiterhin gerade zum Boden haben. So ein bisschen wie ein Pinguin sieht das gerade aus. Und immer wieder links nach rechts. Wieder versuchen, schön weit über die Schulter zu gucken. Ein letztes Mal. Und zur Mitte und auslockern. Arme auslockern und kommt locker ins Joggen. Sehr gut. So, der Rücken sollte jetzt ein bisschen mobilisiert sein. Wenn ihr nicht joggen könnt, weil eure Nachbarn ein bisschen hellhörig sind, dann lauft einfach auf der Stelle und marschiert. Und falls ihr mal vielleicht jetzt nicht unbedingt für das heutige Training, aber für die nächsten Trainings sagt, ihr habt speziell was an den Knien, Rücken, euren Nachbarn, irgendwelche besonderen Hinweise, könnt ihr uns das immer gerne mitteilen. Vlado schaut sich das Training ja parallel an und kann immer wieder ein Auge drauf werfen und euch zum Beispiel Alternativübungen anbieten. Also nimmt das gerne in Anspruch. Und wir ziehen die Ferse hoch. Die Ferse hoch zum Po. Und die Schulter ein bisschen was warm machen. Hebt die Arme einmal an und zieht die Hände nach oben. Versucht die Ferse aber weiter bis zum Po hochzuziehen. Wir wollen den Puls jetzt schon ein bisschen weiter nach oben bringen. Die Arme bleiben dabei und die Füße springen nach außen. Versucht, dass die Füße auch nach außen zeigen. Auch die Knie zeigen nach außen. Alternativübung. Der einzelne Jack, wenn ihr nicht springen könnt oder wollt. Genau. Und wir werden zusammen ein bisschen schneller. Und öffnen, 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 öffnen. Für 4, 3, 2 und bleiben bereit stehen. Breiter Stand, Knie, Fußspitze nach außen. Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. In die Kniebeuge, Knie zeigen nach außen, das heißt, der Druck wird eher hier auf die Außenseite. Der Oberkörper bleibt schön gerade, im Gegensatz zur engen Kniebeuge kann man hierbei den Rücken relativ einfach schön gerade belassen. Versucht darauf zu achten. Genau. Noch 4, 3, 2, ein letzter. Und bleibt unten. Bleibt einmal unten. Unten heißt, die Hüfte ist kurz oberhalb der Knie. Versucht nicht zu weit nach oben zu gehen. Genau. Und im Wechsel, wir heben die Ferse. Immer im Wechsel. Oberkörper bleibt schön stabil.
Hüfte bleibt tief. Genau so. Schaut gut aus. Im Wechsel. Ganz hoch auf die Fußspitze. Noch 4, 3, 2 und bleibt in der Mitte. Wir gehen eine Stufe tiefer, sodass die Hüfte jetzt auf Höhe der Knie ist. Ich weiß, das brennt. Arme lang. Wir lenken uns ab mit dem Oberkörper. Die Beine bleiben stabil. Der Oberkörper zieht von der einen Seite zur Mitte. Rüber zur Mitte. Rüber zur Mitte. Rüber zur Mitte. Noch 4. Noch 3. Richtig von der Seite aus rüberschieben. Noch 2. Ein letztes Mal auf jeder Seite. Oberkörper gerade lassen. Nicht zu weit nach vorne lehnen. Ja, besser. In der Mitte halten. Haltet hier, haltet hier, haltet hier. Und die Beine lösen. Gut, Beine auslockern. Einmal den linken Arm nach vorne strecken. Und wir kreisen. Und nach vorne kreisen. Und einmal nach hinten. Und wieder lösen. Andere Seite, erst nach vorne. Noch mal ein bisschen was für die Schulter. Die brauchen wir gleich fürs Boxen. Und dann nach hinten. Gestreckter Arm, das sind die Fingerspitze. Und lockern. Okay, Arme lösen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt ein bisschen flottere Musik anmachen fürs Boxen. Oder ein bisschen aggressivere. Tut auch immer ganz gut. Ansonsten kommt schon mal langsam mit mir in die Sprünge. Warten wir, bis wir vollständig sind. Das heißt, in die Sprünge, wir springen immer wieder von rechts nach links, rechts nach links, rechts nach links. Wenn das nicht geht, verlagerst du hier dein Gewicht. Das heißt, du kommst nicht ins Springen, sondern gehst nur von rechts auf den linken Fuß. Ansonsten aber gerne die Sprünge. Genau, okay, wir sind alle wieder dabei. Ziehen die Hände hoch. Hoch, das heißt hoch, bis wir kurz unterhalb der Augen sind. Wir wollen das Gesicht schonen, wir wollen das Gesicht schützen. Ellbogen sind vor dem Körper. Jetzt ziehen wir langsam immer mehr euer linkes Bein nach vorne. Euer linkes Bein. Ich nehme das rechte, damit ich spiegelverkehrt zu euch bin. Das ist ein bisschen einfacher für euch zu sehen. Linkes Bein ist vorn, linker Arm. Vor, 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 vor. Immer wenn ihr das Gewicht nach vorne zieht, zieht der Arm nach vorne. Für eure Seite sieht es so aus. Immer wieder, wenn ich mit links nach vorne gehe, boxt der linke Arm nach vorne. Wichtiger als das Boxen ist mir noch das Zurückziehen. Zieht hier schnell wieder zurück. Spannt den Bauch an. Die Kraft soll nicht nur aus dem Arm kommen, die soll aus dem ganzen Körper kommen. Zieht schnell wieder zurück. Das soll eine dynamische Übung sein. Genau, schnell wieder ranziehen. Letzten 4 mit den Sprüngen. 3, 2. Wir bleiben stehen und nehmen beide Arme dazu. Kommt in den stabilen Stand, breiter Stand. Linkes Bein weit vorne. Und abwechselnd nach vorne boxen. Wichtig, wir boxen hier. Dann könnt ihr schnell eine verpasst bekommen. Zieht hier oben. Versucht euch immer wieder zu schützen. Immer wieder hochzuziehen zur Wange. Und diagonal im Wechsel nach vorne boxen. Lasst alles raus. Wir werden nämlich schneller. Schneller. Rechts, 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 rechts. Immer noch im Wechsel. Immer noch beide Arme. Immer noch beide Arme. Das ist nur für das Tempo. Rechts, links, rechts. Ja, genau. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. In dem Tempo. Und nochmal schneller werden. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lösen. Gut. Arm auslockern. Bisschen mehr als hüftbreiter Stand. Das waren die Jacks. Jetzt kommen wir in die Schläge unter das Kinn. Das heißt, ihr zieht von unten, von der Seite, zack, unter das Kinn. Hoch, hoch, hoch. Steigt langsam ein. Immer wieder nah vom Körper rein. Das sind die Uppercuts. Von der Seite sieht das so aus, ihr seid eng am Körper und stoppt hier.
Entweder ich fange wirklich erstmal hier an mit den Armen, dann ist das ein bisschen leichter. Oder wenn ihr schon in die Bewegung reingekommen seid, nehmt ihr wie ich hier die Beine dazu. Das heißt, das Bein auf der Seite, auf der ich schlage, dreht sich leicht ein. Dadurch haben wir noch mal mehr Schwung und Kraft im Schlag. Uppercut für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, wir werden schneller und vor, 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 vor. Nicht in die Schräge, sondern wirklich nach vorne. Der Gegner steht sozusagen 1:1 vor euch. Was auch immer der Gegner ist, euer Arbeitstag, euer Chef, was auch immer gerade nicht so gut läuft. Immer drauf, immer drauf. Und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und löst. Gut, auslockern. Ihr merkt schon beim Boxen, das Wichtige ist nicht der Arm. Also wenn ich jetzt isoliert hier nur mit dem Arm schlage, da kriege ich nicht viel Kraft rein. Wichtiger ist, dass ihr hier den Körper anspannt und die Schulter mit nach vorne zieht. Versuchen wir das jetzt nochmal auf der anderen Seite. Wir kommen in die Sprünge, immer im Wechsel. Von links nach rechts, von links nach rechts. Ihr seid ganz locker auf den Füßen, daher nur auf den Fußballen. Komm in die Deckung. Wir wechseln die Seite, ziehen also den anderen Fuß nach vorne. Lösen den Arm. Und wir starten mit den Jacks. Immer wieder nach vorne, nur ein Arm. Immer wieder, wenn das Gewicht nach vorne geht, zack, zieht der Arm nach vorne. Und wir kommen immer wieder schnell zurück in die Deckung. Spannt den Bauch an. Ein Schlag und wieder zurück. Immer wieder, wenn ich hier vorne bin, zack, 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 kommt der Schlag. Letzten. 4, 3, 2 und im Wechsel. Halte das Gewicht vorne und schlag den Wechsel. Immer wieder nach vorne und immer wieder zurück in die Deckung. Guck, dass ihr jetzt die Schultern mehr mitnimmt. Wenn ich nicht schlagen würde, würde meine Schultern das hier machen. Das heißt, ich stehe nicht hier, sondern meine Schultern gehen die ganze Zeit mit. Meine Arme geben nur die Verlängerung. Und wir werden wieder schneller. Geben mehr Gas. Mehr Gas für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Gut, Arme auslockern. Sehr gut. Noch einmal in die Uppercuts. Das heißt, wieder ein bisschen mehr als der Hüftbreite Stand. Schön tief mit der Hüfte. Hände sind in der Deckung. Wir ziehen. Rechter Arm zuerst. Von unten hoch in die Mitte. Linker Arm langsam eng ran, von unten in die Mitte. Rechter Arm langsam, tief, eng vorbei, runter. Noch einmal die andere Seite, tief, eng vorbei, runter. Okay, und jetzt werden wir schneller. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Versucht nicht hier so über die Seite zu ziehen, sondern wirklich nach vorne zu ziehen. Der Gegner ist direkt vor euch. Direkt vor euch, genau, besser. Direkt vor euch und das Kinn. 4, 3, 2 und wir werden schneller, schneller, kleinere Bewegung. Der Rücken ist leicht rund, das heißt, ihr könnt den Bauch richtig anspannen und zusammencrunchen. Und wir werden schneller. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte lösen. Gut, auslockern. So, die Arme haben eine kleine Pause verdient. Was wir natürlich noch haben, sind die Beine, die wir beim Fitnessboxen noch ein bisschen warm machen wollen. Wir starten simpel mit den Kicks. Starten mit dem rechten Bein. Wir ziehen das rechte Knie hoch. Rechte Knie hoch, ihr könnt direkt schon mitmachen. Weil wir starten erstmal langsam, rechtes Knie hoch. Einmal nach vorne kicken, ranziehen. Absetzen. Sehr schön. Linkes Bein. Hochziehen. Kicken. Ranziehen. Absetzen. Rechts. Ran. Kick.
Dann absetzt. Langsames Fies, oder? Links, Kick, ran, absetzen. Wie ihr seht, ihr könnt euch nach hinten lehnen. Hier, bei diesem Kick könnt ihr euch nach hinten lehnen, ranziehen, absetzen. Dadurch kriegt ihr mehr Gewicht in den Kick. Ranziehen, Kick, ranziehen, absetzen. Wir sind total synchron, das ist cool. Ranziehen, Kick, ranziehen, absetzen. Links, ranziehen, Kick, ranziehen und wir werden schneller. Ran, Kick, ran, absetzen. Ran, Kick, ran, absetzen. Ran, Kick, ran, wechsel. Ran, Kick, ran, wechsel. Ran, Kick, ran, wechsel. Versucht in das Tempo reinzukommen. Immer wieder das Bein erst wieder ranziehen, bevor ihr das absetzt. Das ist mir das Wichtige bei der Übung. Dass ihr nicht bloß nach vorne kickt, sondern immer wieder das Knie hier zurück in die Ausgangsposition zieht. Jeder noch zweimal. Ein letztes Mal. Und dann lösen wir. Lockern aus. Beine auslockern. Werden ein bisschen dynamischer. Gehen in die Squats und kicken zur Seite. Schaut erst einmal zu. Wir squatten nach unten. Gehen hoch. Kicken zur Seite. Gehen wieder tief. Kicken zur Seite. Und gehen wieder tief. Okay, zusammen. Hüftbreiter Stand. Kicken zuerst nach rechts. Euer rechts. Wir gehen tief. Tief. Leicht hoch. Kick. Wieder tief. Andere Seite. Kick. Und tief. Kick. Und tief. Kick. Und tief. Gleiches Prinzip. Ihr kickt, zieht ran, setzt ab. Ihr kickt, zieht ran, setzt ab. Kick, ran, absetzen. Kick, ran, absetzen. Kick, ran, absetzen. Kick, ran und zurück. Gerade das Ranziehen ist wichtig. Versucht den Rücken dabei gerade zu lassen. Nicht rund zu werden, schön gerade lassen. Okay, noch einmal auf jeder Seite. Und dann lösen wir. Gut, auslockern. Wenn ihr wollt, trinkt ihr kurz was. Wir kommen danach ins Intervall. Dazu brauchen wir weiterhin nichts. Nur das eigene Körpergewicht. Okay. So, also wir haben, wie gesagt, drei Übungen und drei Runden. Wir haben immer zwei Phasen. Ihr könnt also entweder die erste Phase, die langsamere, leichtere Phase machen oder die etwas anstrengendere Version. Erste Übung, erste Phase. Ihr könnt direkt einsteigen. Wir kommen locker ins Dribbeln und boxen in die Gerade. Das ist die einzige Übung, die wir heute noch aus dem Boxing haben. Das heißt, nicht hier unten an der Brust, sondern wirklich oben. Und das Gesicht wollen wir schützen, wieder zurück in die Deckung und dann immer wieder nach vorne. So, das ist Phase 1. Das heißt, hier könnt ihr immer wieder zurückkommen. Ihr merkt, das ist ein bisschen lockerer, nicht zu anstrengend. Jetzt zeige ich euch die Phase 2. Phase 2, ihr zieht die Knie höher, kommt in die High Knees und boxt in die Diagonale. Das geht deutlich mehr in den Puls und mehr in die Schultern. Also, wenn es geht, kommt mit in die zweite Phase. Für die erste Übung. Knie hochziehen und in die Diagonale. Wenn das so anstrengend ist, locker und geradeaus. Ansonsten auch in die Diagonale boxen. Denkt daran, dass ihr die Schultern mitnehmen könnt. Genau. Letzten Sekunden. 4, 3, 2, 1 und lösen. Alles locker. Okay, sehr gut. Zweite Übung. Erste Phase. Entweder einfach nur der Lunge nach hinten und nach vorne. Ausfallschritt nach hinten und nach vorne. Zweite Phase. Ihr überkreuzt, kommt tief, öffnet und wechselt. Kommt tief, überkreuzt, öffnet und wechselt. Okay, schaut euch, welche Übung ihr machen wollt. Entweder die Lunges
oder schon die Diagonalen. Wir starten in 4, 3, 2 und go. Entweder die Ausfallschritte nach hinten oder mit mir in die Diagonale. Wenn ihr die Diagonalen macht, guckt, dass ihr wirklich weit kreuzt. Weit das hintere Bein kreuzen. Die Hüfte bleibt vorne und der Arm zieht Richtung Boden. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich versuche es einmal nochmal andersrum zu machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Weit das Bein überkreuzen, das hintere Knie zieht zum Boden, der Arm streckt nach oben und wir kommen über, hier über die leichte Kniebeuge zur anderen Seite. Also in der Mitte nicht ganz aufstehen, sondern immer noch in der Kniebeuge bleiben. Das gleiche gilt für den Ausfallschritt. Wenn ihr im Ausfallschritt bleibt, versucht auch von hier nach hinten zu gehen. Von der Mitte nach hinten. Also nicht mehr ganz hoch zu kommen, sondern schön tief zu bleiben. Okay, die letzten. 4, 3, 2 und der letzte lösen. Lockern. Beine locker aus. Dritte und letzte Übung. Wir kommen eine Etage tiefer. Wir kommen in die Liegestützposition. Das heißt, die Hände ziehen unter die Schulter, der Po ist tief, Po ist angespannt, Oberschenkel sind angespannt. Wir sind in einem Brett. Genau, lass mich nicht zu lange warten. Okay, treffen uns in der Liegestützposition. Von hier langsam die Knie ranziehen, nah unter die Brust. Eng ranziehen. Joachim, wenn du mit der Schulter Probleme hast, dann kannst du die gleiche Übung hier in dieser Lage machen. Das heißt, du ziehst genau wie wir auch die Beine ran und hast aber die Schultern, die hier entlastet sind. Und die anderen ziehen weiter in der Liegestütze an. Und wir werden ein bisschen schneller. Ran, 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 ran. Wir wollen den Puls wieder ein bisschen mehr nach oben bringen. Ziehen die Knie schneller ran. 4, 8, 7, 6, 5, 4. Sehr gut. 3, Olli, nicht aufgeben. 2, 1. Und lösen. Langsam hochkommen. Nimm den Kreislauf mit nach oben. Beide auslockern. Erste Runde ist geschafft. Okay, auslockern. Ihr wisst jetzt, was kommt. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr die erste Phase weglassen und direkt mit in die zweite Phase kommen. Locker auf der Stelle. Und denkt noch daran, dass wir danach Part für den Rücken haben und den Part auf der Matte. Das heißt, kardiotechnisch, wirklich zum Schwitzen, ist jetzt genau dieser Part. Also ist das vielleicht eine Motivation, viel Gas in der zweiten Phase zu geben. Also zuerst mal die Knie hoch, in die High Knees, Knie schön hochziehen, am besten bis auf Hüfthöhe, da muss der Bauch auch noch mitarbeiten. Willkommen in die Deckung und in die Diagonale. Erste Übung. Wachst in die Diagonale, zieh die Knie hoch. Alternativ Phase 1. 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut. Das war sehr gut. Ihr habt mehr Gas gegeben. Wir machen auch nicht zu lange die Runden, von daher lieber ein bisschen mehr Tempo. Aber dafür machen wir die Intervalle nicht so lang. Okay, treffen uns in der Mitte. Hüftbreiter Stand. Komm tief. Zweite Übung. Entweder die Lunges nach hinten oder ihr überkreuzt. Legen los. Und go. Überkreuzen und wechseln. Geht mir nicht um Geschwindigkeit. Versucht lieber weit zu kreuzen und das hintere Knie möglichst tief zu ziehen. Das gleiche bei den Ausfallschritten. Lieber langsam, aber das hintere Bein dafür wirklich schön tief, als dass sie hier auf Schnelligkeit gehen. Wir wollen, dass der Puls sich ein bisschen beruhigt von der ersten Übung.
könnt hier bei Einatmen bei der Streckung und ausatmen. Tief einatmen und in der Mitte ausatmen. Atmet ein und aus. Noch zweimal. Tief ein und aus. Ein letztes Mal. Ein, aus und lösen. Gut, Beine lockern. Dritte und letzte Übung. Wir kommen runter in die Liegestützposition. Hände direkt unter den Schultern, der Po ist tief. Okay, von hier ziehen wir diesmal über die Seite. Nicht mehr gerade nach vorne unter die Brust, sondern über die Seite. Joachim, für dich, damit das auch in die seitliche Bauchmuskulatur geht. Genau, guck, dass du hier über die Seite arbeitest, also immer wieder versuchst, Richtung Ferse zu ziehen im Crunch. Okay, die anderen knicken eine bei der Seite, der Po bleibt immer noch tief. Und diesmal beschleunigen wir nicht das Tempo, sondern wir verlangsamen das Tempo. Also, ran, ran, zurück, zurück, über die Seite. Zieh ran, an den Ellbogen, zur Mitte, zurück. Ran, ran, zurück, zurück. Noch zweimal. Ran, ran, zur Mitte, zurück. Ein letztes Mal. Ran, ran, zur Mitte und zurück. Haltet in der Mitte, haltet in der Liegestütz. Und kommt in den herabschauenden Hund in die Dehnung. Bringt einmal die Brust Richtung Boden, das Gesäß weit nach oben. Wir gönnen uns einen kurzen Stretch. Wir haben nur noch eine Runde. Kurz verschnaufen. Knie, wenn es geht, durchdrücken. Und dann krabbeln wir langsam mit den Händen Richtung Füße. Und rollen uns langsam nach oben auf. Als letztes die Schultern. Okay. Dann machen wir uns bereit für die letzte Runde. Es wird wieder eine kurze Runde, ein bisschen kürzer als die gerade. Also gerne nochmal Puls hochbringen. Danach haben wir nur noch Übungen für den Rücken. Okay, locker auf der Stelle. Und die Knie kommen höher. Zieht die Knie höher. Am besten bis an die Hüfte. Schön hochziehen. Ja, und jetzt sind wir wieder alle dabei. Hochziehen die Knie. Hände in die Deckung. Und wir boxen in die Diagonale. Boxen nach oben. Zieht die Knie hoch. Und wir werden schneller für die letzten Sekunden. Noch ein Endspurt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Gut. Lockern, treffen uns direkt vorne. Komm mit mir nach vorne. Tief in die Kniebeuge. Und go. Zweite Übung. Eure Variante. Versucht wieder mit dem hinteren Knie tief zu kommen. Und den Rest kennt ihr. Nur noch durchhalten und weit nach unten mit dem hinteren Knie. Versucht euch vorne mit der Hand nicht wirklich aufzustützen, sondern eher nur den Boden zu berühren. Die Last soll immer noch das vordere Bein tragen und nicht die Hand. Noch 4, 3, 2, und dann gehen wir direkt in die Liegestützposition. Ihr könnt die Hand also schon am Boden lassen und tief in die Liegestütz ziehen. Diesmal ziehen wir in die Diagonale, das heißt diagonal Knie zum Ellbogen. Für Joachim wieder die Variante, du kannst für die Diagonale hier in den Bicycle Crunch kommen. Für diejenigen, die die Schulter nicht belasten, einfach in den Bicycle Crunch. Die anderen bleiben in der Liegestütz und ziehen diagonal Richtung Knie. Po bleibt schön tief. Für 8, 7, 6, 5, 4,
Drei, zwei, eins. Und halten, noch einmal halten. Und in den herabschauenden Hund. Kommt einmal in die Dehnung. Wir haben es geschafft, drei Runden. Und das Boxen liegen hinter uns. Langsam mit den Händen Richtung Füße krabbeln. Und langsam aufrollen. Sehr gut, dann trinkt das. Und dann widmen wir uns gleich dem Rücken, aber bleiben noch im Stand. Okay. So, wir starten für den unteren Rücken. Unsere Ausgangsposition ist der hüftbreite Stand. Und wir fahren einmal nach unten in die Kniebeuge und lehnen den Oberkörper aber nach vorne. Also im Gegensatz zu der Kniebeuge, wo wir sonst hier sind, sind wir diesmal weit nach vorne gelehnt. Zieht in dieser Position jetzt einmal den Bauchnabel nach innen, dass der Bauch fester angespannt ist. Und löst einmal die Arme. Zieht die Arme nach vorne, dass die Hände sich schließen können. Der Oberkörper bleibt genauso. Wir tappen nur mit den Beinen im Wechsel nach hinten. Du hast den Oberkörper stabil. Der bewegt sich nicht. Spann den Bauch an. Der bleibt vorne. Nicht mehr aufrichten, nicht mehr den Rücken runden, sondern schön die stolze Brust, lange Rücken und nach hinten tappen. Im Wechsel. Genau. Streckt die Brust raus, damit ihr schön den Rücken lang halten könnt. Und dann nehmen wir auch den oberen Rücken mit dazu und strecken die Arme einmal lang. In Verlängerung vom Rücken, dass man wirklich wie eine Diagonale ist. Nicht die Hände hier unten, Nils, die Hände noch ein bisschen höher, mehr über den Kopf. Ja, genau. Versucht die Hände nicht zu weit zu öffnen, sondern eher parallel und eng an den Ohren zu lassen. Und dann kommen wir ins Scheren. Arme schön lang, Spannung bis in die Fingerspitze, Oberkörper ist nach vorne gelehnt. Nicht zu sehr wackeln, also nicht zu sehr hier von links nach rechts paddeln, sondern bleib wirklich schön ruhig, stabil in der Mitte. Hände sind weit nach oben. Und wir scheren. Noch vier. Drei. Zwei, haltet den Oberkörper vorne. Oberkörper bleibt vorne, nicht mehr aufrichten. Wir wollen diese Spannung im unteren Rücken beibehalten. Okay, wir starten jetzt mit dem linken Bein. Streckt das linke Bein einmal nach hinten. Rechte Bein ist gebeugt, lasst den Oberkörper vorne. Und wir heben und senken das hintere Bein. Heben und senken. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch abstützen, wenn es zu anstrengend wird. Ansonsten versucht, das Gleichgewicht zu halten. Und hinten das gestreckte Bein zu heben und zu senken. Guckt, dass der Oberkörper weiter gerade bleibt. Wir wollen den Rücken nicht runden. Noch für vier, drei, zwei und wieder absetzen. Kommt zurück in die Ausgangsposition. Ihr könnt hier kurz die Hände auf den Knien abstützen. Dann hat der Rücken ein bisschen Entspannung. Okay, denkt daran, dass ihr den Po weiter rausstreckt und die Brust rausstreckt. Wir wollen nicht hier reinkommen. Wir wollen hier in der Länge bleiben. Okay, rechtes Bein weit nach hinten, Standbein ist gebeugt, rechtes Bein ist gestreckt, Arme sind gelöst. Und wir heben nochmal, heben das gestreckte Bein und senken. Heben und senken. Heben und senken. Schön lang das hintere Bein. Heben und senken. Die letzten. Vier, drei, zwei. Und der letzte. Jetzt könnt ihr euch aufrichten. Und dann den Rücken auslockern. Die Warm ablöst die Ferse. Und pendelt den Rücken schön aus. Auch eine gute Übung gegen das ganze Sitzen. Dafür jetzt noch ein bisschen was für den oberen Rücken. Wenn der untere Rücken zu sehr weh tut, Kate, du siehst gerade ein bisschen schmerzerfüllt aus, dann kannst du auch gerne
dich mal hier hängen lassen, dass der untere Rücken wirklich aushängen kann und dann nochmal langsam Wirbel für Wirbel nach oben drehen. Okay. Die anderen können, wenn ihr schon in die zweite Übung kommt, für den oberen Rücken. Wir kommen wieder in die gleiche Ausgangsposition, hüftbreiter Stand und wir fahren nach unten. Wir öffnen die Arme, sind breit geöffnet. Hatte ich vorhin schon gesagt, wenn ihr wollt, könntet ihr jetzt hier auch ein Gewicht in die Hand nehmen oder Wasserflaschen, wie ihr wollt. Ansonsten bleiben wir hier. Wir ziehen den Daumen einmal nach oben. Der Blick geht gleich runter zum Boden. Und dann ziehen wir mit dem Daumen nach oben und unten. Kleine Bewegung hoch. Und das heißt, die Schulterblätter schließen sich und lösen wieder leicht. Schließen und lösen. Das ist keine große Bewegung. Versucht daraus eine kleine zu machen. Ihr seid also schon wirklich in der Anspannung und von hier zieht ihr nur noch minimal die Schulterblätter zusammen. Das ist eine kleine Bewegung, die die Anspannung im oberen Rücken zwischen den Schulterblättern nur noch ein bisschen maximieren soll. Immer wieder zusammenziehen. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und der letzte lösen. Sehr gut. Wir kreisen die Arme, bleiben direkt in Bewegung, marschiert und zieht die Ellbogen eng vorbei an den Kopf. Das heißt, der Bizeps streift eigentlich fast die Ohren und dann kreisen wir nach hinten auf. Wirkt erstmal wie eine reine Mobilisationsübung. Ihr werdet es aber gleich im Rücken merken, vor allem zwischen den Schulterblättern. Ihr merkt das aber nur, wenn ihr wirklich eng vorbeizieht und hinten die Schulterblätter jetzt hier zusammenzieht. Eng vorbei und Schulterblätter weit hinten zusammen. Eng vorbei und hinten zusammenziehen. Genau, bleibt dabei. Noch 4, 3, 2 und ein letzter Lösen. Okay, sehr gut. Trinkt was und dann kommen wir auf die Matte. Wir haben es erstmal geschafft im Stehen. Rücken sollte auch gut ausgepowert sein fürs Erste. Trink noch kurz einen Schluck und dann starten wir auf der Matte. Okay. Wir starten hier. Starten in der Unterarmstütze. Das heißt, wir bauen zusammen langsam auf. Wir kommen tief auf die Unterarme, sodass die Ellbogen direkt unter der Schulter sind. Und dann könnt ihr entweder die Beine strecken und auf die Fußspitze kommen oder ihr setzt auf den Knien ab. Okay, erstmal nur die Unterarmstütze und hier halten. Post tief. Und von hier dreht ihr auf zur einen Seite. Dreht wieder zur Mitte und dreht auf zur anderen Seite. Guckt, dass ihr wieder eine langsame Übung macht. Das heißt, gerade beim Aufdrehen und beim wieder zurückdrehen sind die Arme und die Schultern in einer Linie, rotieren sie nach unten und nach oben. Das ist nicht nacheinander, sondern wirklich eine Kette, die rotiert. So habt ihr nämlich den Arm als verlängerten Hebel und der Bauch muss mehr arbeiten, wenn der Arm zeitgleich mit nach unten geht. Langsam aufdrehen und wieder zurück in die Stütze. Noch zweimal. Ein letztes Mal, dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Halten in der Mitte. Halten hier, Brust tief. Und die Knie beugen und strecken. Beugen und strecken. Die berühren fast den Boden und strecken wieder. Letzte Übung in der Stütze. Für 8. Strecken. 7. Strecken. 6. Strecken. 5. Strecken. 4. Und 3. Und 2. Und der letzte. Und absetzen und auf die Seite legen. Legt euch auf die Seite, ganz bequem ablegen, Kopf ablegen. Und nehmt die Beine einmal 90 Grad vor euch.
Die Schultern können entspannen, der Oberkörper kann entspannen. Wir heben dafür einmal das obere Bein an, ziehen die Fußspitze ran. Für die Abduktoren, wir ziehen nach oben und tief, hoch und tief. Guckt, dass ihr nicht mehr ganz absetzt, dass ihr also immer noch einen Abstand zwischen den beiden Knien belasst. Genau, besser, ja. Bei denen, bei denen ich jetzt sehen kann, sieht es gut aus. Bei denen, wo ich es nicht sehen kann, schaut einmal selber, dass ihr hier mindestens eine Faust zwischen den Knien Platz lasst. Denn wenn wir hier sind, sind wir schon in der Entspannung. Wir wollen aber in der Anspannung bleiben. Noch 4, 3, 2 und haltet oben. Haltet oben. Knie sind jetzt hüftbreit auseinander. Das war unsere erste Übung. Die zweite Übung. Zieht das Knie vor das Knie am Boden und kommt diagonal in die Streckung. Zieht das Bein ran und kommt in die Streckung. Bein ranziehen und in die Streckung. Das untere Bein bleibt immer noch 90 Grad vor euch. Entspannt abgelegt. Das obere Bein nah ranziehen und strecken. Ranziehen und strecken. Jetzt müsste das so langsam hier an der Außenseite brennen. Am Po rund um die Hüfte. Dann ist alles richtig. Versucht die Fußspitze ranzuziehen, dass also die Ferse zuerst nach oben pusht. Noch 4, 3, 2 und wir halten noch einmal. Halten noch einmal in der Mitte. Lado. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch sehen könnt. Ich sehe euch nicht mehr. Falls ihr mich noch sehen könnt, kommt ihr hier in die dritte Übung ins Schwenken. Bleibt dabei. Bleibt dabei. Ah, sehr gut. Okay, da seid ihr wieder. Ich habe euch nicht mehr gesehen. Kurze Panik. Okay. Bleiben bei der Übung. Knie zu Knie, Ferse zu Ferse. Immer im Wechsel. Wie so eine Schwingbewegung, wie eine Welle. Noch 4, 3, 2 und der letzte jetzt aber ablegen. Einmal auslockern. Schön die Seite auslockern. Lasst das Bein vorne und streckt dafür das untere Bein einmal lang. Untere Bein ist lang, oberes ist vorne angewinkelt. Und dann heben wir das untere Bein vom Boden an, ziehen die Fußspitze ran und ziehen hoch und tief. Hoch und tief. Meine Fußspitze seht ihr jetzt nicht mehr ganz, aber die ist rangezogen. Zieht also die Fußspitze nochmal ran. Jetzt für die Adduktoren, also für die Innenseite. Richtig die Spannung rein, bis in die Ferse. Ihr streckt also das Bein komplett durch, Knie ist durchgestreckt. Und heben und senken. Heben und senken. Noch ein paar Singles. Und dann halten wir oben und kommen ins Pulsieren. Machen kleine Pulse. Kleine pulsierende Bewegung vom unteren Bein. Für 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr gut, dann kommen wir einmal in die Rückenlage. Ich drehe mich einmal, dann kann ich euch ein bisschen besser sehen. Kommen wir in die Rückenlage, setzen die Ferse einmal auf. Hände kommen an die Schläfe. Wir starten für den Bauch. Zieh den Bauchnabel nach innen, kommen in den Crunch. Hoch und tief. Hoch und tief. Arme sind schön weit geöffnet. Versucht nicht am Kopf zu ziehen, sondern wirklich die ganze Kraft aus dem Bauch zu nehmen. Zwischen Kinn und Brust ist ungefähr eine Faustweite Platz. Genau, erstmal nur in die Crunches. Für 4, 3, 2 und dann halten wir oben. Okay, wir gehen für die zweite Übung eine Stufe höher. Ihr löst die Arme. Wir kommen hoch bis in den Sitz. Wenn das nicht geht, unterstützt euch kurz, indem ihr in die Kniekehle greift. Und dann kommen wir wieder tief nach unten in die Ausgangsposition. Und zieht wieder hoch. Die Arme habt ihr so ein bisschen als Unterstützung, als Gewicht, das euch nach vorne bringt. Versucht das aber nicht zum Schwung zu nutzen.
Deswegen machen wir die Übung auch in dem Tempo. Versuch die Übung immer noch aus der Kraft herauszuziehen. Wirbel für Wirbel mit Kraft hoch und wieder runter. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt ganz gut hoch, dann lasst die Hände mal an der Schläfe und versucht hier hochzukommen. Dann merkt ihr direkt, die Arme unterstützen einen nicht mehr. Es wird direkt ein bisschen mal schwieriger, aber natürlich auch effektiver für den Bauch. Bauch muss mehr arbeiten, mehr Anstrengung. Und wenn ihr nach oben kommt in den Sitz, versucht immer mal wieder, euch wirklich aufzurichten. Von einer runden Wirbelsäule in die gerade Wirbelsäule. Wieder Wirbel für Wirbel runter, kurz bevor die Schultern aussetzen, wieder nach oben. Wirbel aufrollen und in die Streckung. Runter. Und hoch in die Streckung. Noch ein letztes Mal, dann bleiben wir oben. Und wir halten oben, lösen die Beine, ziehen die Fußspitze ran. Halten hier, Hände schließen vor der Brust und wir kommen in den Russian Twist. Das heißt, wir versuchen mit den Händen den Boden hinter dem Po zu berühren. Wenn das zu anstrengend ist, setzt die Ferse ab. Ansonsten lasst die Füße gerne ruhig oben. Für die schräge Bauchmuskulatur kommen wir in die Rotation. Noch 4, 3, 2 und wir bleiben in der Mitte. Bleibt einmal in der Mitte, verschließt die Hände, dass ihr hier so eine Faust bildet. Und jetzt versucht mal nicht mit den Händen zum Boden zu kommen, sondern tief mit dem Ellbogen und dann wieder hoch. Tief mit dem Ellbogen runter, den Boden berühren und wieder hochziehen. Der Oberkörper muss so deutlich tiefer kommen und es zieht mehr im Bauch. Wenn das so anstrengend ist, dann kommt wieder in die vorherige Übung, in den einfachen Russian Twist. Hände schön verschränkt, also so in einer Faust. Dadurch sind die Arme ein bisschen weiter auseinander. Das wäre schon schwieriger. Das hier ist ein bisschen was einfacher. Okay, noch 4, 3, 2 und der letzte und lösen. Gut, drehen uns auf die Seite, diesmal natürlich die andere Seite und legen uns entspannt hin. Wieder die Beine 90 Grad vor euch, das heißt, ihr habt 90 Grad Winkel in den Knien und in der Hüfte. Kopf liegt entspannt ab, oberes Bein löst und wir kommen in die erste Übung, heben und senken, heben und senken. Fußspitze ist wieder rangezogen vom oberen Bein. Und ihr habt hier immer noch mindestens eine Faust Platz zwischen den Knien. Bauchnabel zieht nach innen. Und der Oberkörper ist entspannt. Genau. Guckt, dass ihr das ganze Bein aufklappt, also dass die ganze Zeit der Unterschenkel parallel zum unteren Bein ist. Das heißt, wir machen nicht das hier, nicht das Knie dreht auf, sondern wirklich das ganze Bein, der ganze Unterschenkel bleibt parallel zum Boden. Noch zweimal. Und dann halten wir in der Mitte. Halten in der Mitte, dass wir so ungefähr hüftbreit sind. Und dann ziehen wir das Knie weit nach vorne ran und strecken hoch in die Diagonale. Anziehen und hoch in die Diagonale. Die Ferse geht dabei zuerst nach oben. Und zurück schräg nach oben und dann das Knie wieder ranziehen. Guckt, dass ihr auch wirklich in der Diagonalen bleibt und nicht zu weit nach oben geht. Wir wollen immer noch, dass die Schwerkraft hier schön auf die Seite drückt. Okay, noch ein paar Züge. Dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Treffen uns in der Mitte, hüftbreit. Knie zum Knie, Ferse zu Ferse. Wir wechseln in die dritte Übung, in das Pendel. Wir haben es auch gleich schon geschafft. Wir haben danach nur noch die Innenseite. Und dann haben wir es schon geschafft für heute. Lenkt euch ein bisschen ab. Es gibt noch leckeres Abendessen. Welchen Film kann man noch schönes gucken? Dann fällt die Übung auch gar nicht so schwer. Nicht auf den Schmerz konzentrieren. Die letzten Male. Noch 3,
zwei, eins und absetzen. Okay, lockert aus, da wo es weh tut. Und dann streckt ihr das untere Bein einmal lang. Oberes Bein liegt vorne locker ab. Unteres Bein ist gestreckt, Fußspitze ist rangezogen. Und dann heben und senken wir das Bein. Oberkörper ist wieder entspannt abgelegt. Der Kopf ist locker am Boden. Und ihr versucht, das Bein möglichst weit abzuheben. Das heißt, am besten schon ab der Hüfte, wenn nicht ab Mitte des Oberschenkels, schön weit das Bein lösen. Und die zweite wichtige Sache, versucht, wenn ihr runtergeht, das Bein nicht fallen zu lassen, sondern im gleichen Tempo das wieder zu senken. Hoch, tief, hoch, tief. Also genauso langsam wieder tief. Noch vier, drei, zwei und wir halten oben und wir pulsieren. Ziehen die Fußspitzen nochmal rein und kommen ins Pulsieren. Letzte Übung und noch pulsieren. Allerletzte Übung für vier, drei, zwei, eins und ablegen. Fallen lassen in die Rückenlage. Streck die Arme lang hinter dem Kopf. Streck die Beine lang. Und nichts weiter außer atmen. Tiefer den Bauch einatmen. Nachspüren, da wo es gerade noch gebrannt hat. Und versuchen, die Muskeln locker zu lassen. Keine Anspannung mehr im Körper zu haben. Und tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ein letztes Mal tief ein. Und danach zieht ihr das rechte Bein einmal ran zur Brust. Bleibt in der Rückenlage, zieht nur das Bein ran. Na, ranziehen, genau. Und dann überschlagen wir einmal das rechte Bein über das linke Bein, dass sich hier so ein Fenster bildet, durch das wir greifen können. Ja, ich zeige das einmal von der Seite, das ist vielleicht einfacher. Das heißt, wir haben das rechte Bein über das linke geschlagen. Jetzt haben wir hier das Fenster. Und da greifen wir einmal durch. Wenn das noch nicht an Dehnung reicht, dann kommt eine Stufe enger und greift einmal ums Schienbein. Wir wollen genau die Außenseite dehnen, die wir gerade zuletzt noch trainiert haben. Einmal lösen und beide nach oben strecken, Fußspitze ranziehen. Und dann öffnen wir die Beine einmal nach außen, soweit es geht nach außen. Dehnen die Innenseite. Und wieder langsam schließen. Wir verknoten uns genau andersrum. Das heißt, das linke Bein überschlägt über das rechte. Und wir greifen wieder durch die Mitte durch. Und dehnen die Außenseite. Kopf könnt ihr entspannt ablegen. Und dann stellen wir die Knie einmal parallel, bleiben aber hier in der Position. Und dann kreisen wir einmal so ein bisschen, geben im unteren Rücken eine kleine Massage. Das heißt immer wieder kreisen. Dann greifen wir einmal in die Kniekehle und rollen von vorne nach hinten. Rücken ist ganz rund. Ganz runter Rücken. Und dann kommen wir nach vorne in den Sitz. Und setzen die Füße einmal auf. Krabbeln nach vorne in den Fersensitz, soweit es geht. Und strecken dann langsam die Knie durch und lassen den Oberkörper nach vorne gelehnt. Wie im Warm-up. Füße sind so ein bisschen weiter aufgestellt. Arme locker hängen lassen. Bleibt in der Position. Dann rollen wir einmal Wirbel für Wirbel auf, wieder ganz langsam. Ein Wirbel nach dem anderen. Die Arme gehen eng am Körper vorbei. Als letztes kommen die Schultern.
Und die Schultern kreisen nochmal nach hinten. Und dann auch einmal für den oberen Rücken. Wir öffnen und wir schließen. Hüfte geht nach vorne. Wir öffnen, kommen ins Hohlkreuz und schließen, kommen in den Rundrücken. Öffnen und schließen, Kinn auf die Brust. Öffnen und schließen. Zweimal. Öffnen, schließen. Ein letztes Mal. Öffnen und schließen und lösen. Okay, lockert die Arme aus. Einmal nochmal Beine auslockern, Arme auslockern. Und dann gebt euch einen Applaus. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Gut durchgehalten. Danke, bis nächste Mal. Vielen Dank, Wendy. Sehr gerne. Ja, Dankeschön. Tschüss. Danke euch auch. Tschüss. Vielen Dank, war super. Tschüss. Danke, tschüss. Danke. Ich habe eine kurze Frage, Mandy. Ja. Und zwar bei dieser Einübung, wo wir die, den Ausfallschritt zur Seite machen. Das heißt, ich gehe nach hinten, gehe dann jetzt also mit dem gegenüberliegenden Arm immer nach unten. Wie weit darf ich denn mit dem hinteren Bein nach hinten? Weil ich merke selber, dass ich so ein bisschen wackelig werde. Ich will aber gerne diese Übung üben. Deswegen hatte ich das auch probiert. Muss ich dann ganz weit nach hinten oder kann ich ein bisschen näher, dass ich da nicht so den Halt verliere? Weil ich merke, wenn ich den zu weit nach hinten gehe, dann wird es zu wackelig. Genau, das Prinzip ist so ein bisschen das gleiche wie beim Ausfallschritt. Da habe ich ja auch, dass ich den relativ weit machen muss. Das heißt, wenn ich hier bin, ist das ja für die Knie sehr schlecht. Von daher mache ich den ja auch relativ weit. Das heißt, es ist eigentlich das gleiche Prinzip. Vom Ausfallschritt wandere ich, zack, so ein Stück nach außen und gehe dann tief. Vielleicht übst du das mal mit dem Ausfallschritt, weil den kannst du ja. Du gehst tief in den Ausfallschritt und dann zack, 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 wanderst du so ein bisschen rüber und dann bist du ja eigentlich schon in dieser Schrägen. Okay, und dann kannst du mit der Hand zum Boden, das hintere Knie tief und dann öffnen. Ja, jetzt sehe ich deine Beine nicht, aber natürlich ist das Hochkommen dann wieder schwer. Ja. Okay. Es ist einfach eine, für mich eine etwas fortgeschrittene Übung, also das auf jeden Fall. Ja, ist es auch. Ja, aber ich habe da immer so ein bisschen Gleichgewichtsprobleme dann. Das so irgendwie auch zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Das wäre ein bisschen schön. Aber gut, dann weiß ich Bescheid. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Dann danke nochmal. Okay, tschüss. Danke. Tschüss, mach's gut.